Manche Menschen schieben unangenehme Aufgaben gerne mal vor sich her. Prokrastination nennen das die Psychologen, wenn jemand seine Zeit statt mit Wichtigem mit irgendwelchen anderen Dingen vertrödelt. Ela Kagel betreibt einen Coworking-Space und kennt das Phänomen. Als Selbstständige ist sie ganz allein für ihre Zeitpläne zuständig. Und manchmal gibt es einfach so viel anderes, das gerade getan werden will, nur nicht die Arbeit. Natürlich gibt es eine ganze Bandbreite an Ablenkungsmanövern, angefangen von sozialen Medien bis zu Anrufen, die dann eintrudeln. Oder man hat natürlich unerklärlicherweise auch ständig Hunger und muss an den Kühlschrank oder sich einen Kaffee machen. Also Ablenkungsmöglichkeiten gibt es wahrlich genügend. Es ist teilweise einfach schwierig, die Zeit für sich zu finden, wo man wirklich mal in Ruhe abschalten und arbeiten kann. Manch einer greift zu Spülbürste und Putzlappen und bringt die Wohnung in Ordnung, um der eigentlichen Arbeit zu entgehen. Aber das liebste Prokrastinationswerkzeug ist zweifellos das Internet. Der Psychoanalytiker Hans-Werner Rückert glaubt zu wissen, warum. Das ziellose Herumsurfen kann man sich leicht schönreden, als notwendige Kontaktpflege etwa oder als Recherche. Dafür muss der Nutzer nicht einmal vom Schreibtisch aufstehen. Das ist vergleichbar dem, was in der Psychologie, wenn es ums Reden geht, das leere Sprechen heißt. Das ist Blabla. Und natürlich kann man im Internet mit seinem Smartphone viel Blabla machen, wo man zwar so tut, als ob man Bewegung und Dynamik erzeugt. Man bewegt ja auch die Finger und man bewegt die Augäpfel und so weiter. Aber was man dort macht, hat keinen Ertrag. Das ist Stroh. Das ist kein wirkliches Getreide, da wird auch nie ein Brot draus, das ist einfach nur Pappe. Macht das Internet uns also unproduktiv? Viele scheinen das zu glauben. Dutzende Programme wollen den Nutzer therapieren, indem sie Arbeitsrhythmen strukturieren, Webseiten blockieren oder die Verbindung zur Außenwelt gleich ganz kappen. Für viele Selbstständige ist das keine Option. Die sozialen Medien sind für sie kein Blabla, sondern Arbeits- und Kommunikationsmittel. Ela Kagel hat für sich eine Lösung gegen Prokrastination gefunden. Zeitdruck. Denn oft hat das notorische Aufschieben etwas mit der Angst vor dem Scheitern zu tun. Die eigenen, oft überhöhten Ansprüche werden zum Hindernis. Besser also, man hat überhaupt keine Zeit für Perfektionismus. Das führt dann dazu, dass ich bestimmte Sachen gar nicht erst mache. Ich lege nicht mehr jedes Wort auf die Goldwaage. Ich warte nicht auf die glänzende Idee. Ich warte nicht auf den perfekten Moment. Ich mache einfach. Und dann stelle ich hinterher oft voller Erleichterung fest, oftmals reicht es wirklich. Und es muss nicht 100% sein. Alle paar Monate öffnet Kagel den Coworking Space für eine ganz besondere Nachtschicht. Beim sogenannten Deadline-Sprint schließen die Teilnehmer zu Beginn einen Vertrag ab. Sie verpflichten sich, nicht eher zu gehen, bis alle ihre Aufgaben erledigt sind. Das baut zusätzlichen sozialen Druck auf. Die Autorin Katrin Passig hat hingegen schon lange Frieden geschlossen mit der Aufschieberitis und findet, andere Leute sollten das auch tun. Denn Gewissensbisse und Selbstvorwürfe bringen die Menschen nicht weiter. Ich glaube, dass dieses Leiden, so wie viele andere Leiden auch, zu einem ganz großen Teil daher rührt, dass man denkt, die anderen hätten alles perfekt im Griff und man wäre selbst der Einzige, der sich schwer tut mit diesem und jenem. Tatsächlich gaben 40% der Deutschen in einer anonymen Studie zu, dass sie aufschieben und deshalb auch schon Nachteile im Job oder Privatleben hatten. Dabei sind die Aufschieber überhaupt nicht faul. Sie ersetzen ja eine Tätigkeit nur durch eine andere. Man müsse daher eigentlich nur lernen, die Prokrastination in die richtigen Bahnen zu lenken, meint Passig. Die Autorin beispielsweise bastelt an einer Website, die per Zufallsgenerator kreative T-Shirt-Aufdrucke entwirft. Das bringt sogar etwas Geld ein. Vom Putzen als Form der Arbeitsvermeidung hält sie dagegen wenig. Da wird man dann nicht 15 Jahre später sagen, wenigstens ist eine saubere Küche dabei rausgekommen. Also es ist schon langfristig erfreulicher, wenn man seine Prokrastinationstätigkeiten klug wählt und irgendwas macht, was man jetzt nicht nur macht, um sich zu bestrafen, weil man es noch weniger gern macht als die eigentliche Arbeit. Prokrastination ist mehr als reine Zeitverschwendung. Sie ist ein Signal. Wer eine bestimmte Aufgabe immer weiter aufschiebt, braucht vielleicht gar nicht mehr Selbstdisziplin, sondern einfach nur eine andere Aufgabe.